geht's nicht mit den, genau mit dem Ochsenfutter, also das ist mein Problem bei Rouladen, finde ich immer. Wie immer, weil meine Rouladen, die werden irgendwie dann immer trocken in der Zeit. Naja, gut, eine gute Roulade zu machen, ist ziemlich schwierig. Ah, ja. Es ist einfach so, weil man ihnen beibringt, dass. Anbraten, sagen Sie nur, weiter? Ja, anbraten und dann ausgießen. Und dann kochen lassen, ne? Nee, eigentlich fällt es dann immer runter und lass es dann so vor sich hinköcheln. Das ist ja gar nicht so schlecht. Irgendwann hat er aber immer so einen bisschen trockenen Lappen in der Hand. Dann machen wir die Füllung zu, aber. Naja, ich sage ja, das liegt ja in der Sinn der Sache. Die meisten Rouladen werden aus der Rinderoberschale geschnitten. Mhm. Haben Sie da schon mal Fett dran gesehen? Nein. Nein, ich schaue schon immer, dass ich relativ durchzuge. Haben Sie schon Nein, mal Fett an der Ober- Nein, okay. Total mageres. So, und was ist das eigentlich dann nicht? Ja gut, nicht zum Schmoren geeignet. Was machen Sie damit? Ja, wegschmeißen. Sie schmoren! Ja, das geht. So, aber das machen, das ist nicht so schlimm. Sie sind willkommen im Club von ungefähr 5 bis 6, vielleicht sogar 20 Millionen Deutschen, die das genauso machen. Okay. So, jetzt muss man aber was finden, wie man das halt trotzdem irgendwie hinkriegt, weil so kurz gebraten kriege ich gar nicht hin. Da ist das Fleisch ja zäh wie ein Leder. Also kann man sich überlegen, ob man irgendwie das Fleisch aus was anderem macht. Oder ob Sie das vielleicht mal nicht vorher brutal anbraten. Ja? Und ob Sie dann das Fleisch hinterher nochmal nachgaren. Nee, nicht anbraten. Okay. Ob Sie das nicht nochmal nach dem Garen lange in der lauwarmen Soße ziehen lassen, sodass der Saft wieder zurückgehen kann. Verstehen Sie? Aber Rouladen an sich, super saftig, habe ich noch nie gegessen. Das ist ein Ding, was nicht geht. Sie schmoren was eigentlich nicht geschmort werden will. Weil ich dann anderes Fleisch in meiner Brustkern noch, aber das geht nicht. Müssen Sie durchgucken, ob Sie aus dem Brustkern was machen oder müssen gucken, ob Sie vielleicht mal das Ganze vielleicht mal aus der geschmorten Rinderschulter machen wollen, irgendwas durchwachsen ist. Und da muss man auch, wir haben es schon richtig gemacht, mit der Temperatur runtergehen. Ob ich es jetzt anbraten würde oder nicht, braten und braten sind wieder zwei andere Partout. Es gibt zum Beispiel Spezialisten, die braten jedes Jahr ihren Rehrücken in Öl an, so wie jetzt hier. Ja! Vollgas in Öl. Wo braten Sie denn Ihren Rehrücken drin an? Sie machen gar keinen Rehrücken. Doch. Doch, mache ich schon. Aber Moment. Darf ich Öl nehmen, halt für einen Salz und dann mache ich ihn im Ofen. Super. Und wer schließt die Fleischfasern bei Ihnen? Auf wie viel Grad machen Sie das? Ich fange langsam an und schalte ihn dann hoch, damit er sich zumacht. Sie brauchen mein Kochbuch, glaube ich. Mann, oh Mann! Aber bis jetzt ist noch keiner aufgestanden. Wahrscheinlich, weil Sie auch so mögen. Das kann auch sein. Also wenn Sie... das ist eine ganz neue Variante. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile, diesen Job, aber du hast noch keiner gemacht mit dem Rehrücken. Mache ich aber wirklich. Ja, und er ist lecker. Ja. Und alle sagen es auch. Ja, aber vielleicht könnte er, sagen wir mal diplomatisch, vielleicht könnte er ja noch ein bisschen leckerer werden, wenn Sie den in Zukunft anders machen würden. Also das Thema Rouladen, wie gesagt, da brauchen Sie ein anderes Fleisch, was zum Schmoren geeignet ist. Aber ich habe noch nie in meinem Leben eine richtig saftige, tolle Roulade gegessen. Die einzige saftige, tolle Roulade, die ich mal gegessen habe, war nicht so eine klassische Schmorroulade, sondern da hat man wirklich ein tolles Fleisch aus dem Rinderrücken genommen, das passiert. Und dann hat man das ganz vorsichtig eingewickelt. Und dann kann man das einmal ganz kurz langsam rumbraten, damit das fast medium rare ist. Dann wird die Rührung, muss allerdings schon gegart sein. Da ist dann aber auch keine Gewürzgurke drin, sondern was anderes. Das ist so eine Art Involtini. Und dann übergießen Sie das mit heißer Soße, das ist dann Sache. Da zieht nichts mehr, das essen Sie dann noch. So. Und das ist dann saftig. Alles andere, ich habe schon viele Rouladen gegessen, benötigt immer sehr viel Soße und sehr viel Liebe. Ja, dass man es runterkriegt. Weil es ist einfach so, dass das Fleisch nicht die Voraussetzung hat, ein Schmorfleisch zu sein. Der sich das mal einfallen lassen, die Roulade zu machen, der hat gesagt, ich muss das irgendwie verkaufen. Ja? Und mir ist es bis jetzt auch noch nicht gelungen, dass ich eine so saftige Roulade habe, die meinen Anspruch an einer saftigen Roulade
erfüllt. Ist mir noch nie gelungen. Ich habe immer gesagt, das ist auch nichts. Seien Sie sich versichert, ich habe es auch schon im Kombi dann versucht. Also ich habe, wie gesagt, also das bringt, das ist, weiß ich nicht, das können Sie alles machen, wenn Sie das Rouladenstudium erfolgreich beendet haben. Tut mir einen Gefallen, schicken Sie mir die Mail. Ja? Also jetzt nochmal schnell zu dem... Den Rehrücken, wollte ich mal hier was wollte ich nur, Rehrücken gibt es im Oktober. Aber ich erkläre Ihnen jetzt schnell, was ganz wichtig ist. Erstmal noch schnell über diese... Wollt ihr beide euch irgendwo hinsetzen oder so? Nein, Entschuldigung. Okay. Ich erkläre Ihnen nur jetzt eben einmal schnell, dass wir hier nicht ganz durcheinander kommen, dann machen wir das mit dem Rehrücken. Der Kalbschwanz wird vernünftig angebraten. Nach dem Anbraten nehmen Sie, wenn da zu viel Fett drin ist, ein bisschen Fett raus. Und dann geben Sie das Röstgemüse damit rein, das Mürbrot. Das ist ein dunkles Mürbrot, das heißt, da sind Karotten mit dabei. Ein helles Mürbrot ist ohne Karotten. Karotten geben diese Farbe und geben die leichte Süßkraft, okay? So, dann gibt man da ein paar Champignons mit dazu. Und die Zwiebeln lassen wir erstmal raus, weil die sonst zum Verbrennen nahe kommen. Das bleibt daneben dran. Das ist der Ansatz für das, wo wir hinterher den Kalbschwanz mit schmoren, okay? So. Warum jetzt das Stangenfilet und kein normales Fleisch? Weil er besser schmeckt. Also das ist eigentlich bei uns immer so, dass immer das, was da besser schmeckt, da reinkommt. Warum jetzt kein Püree aus Staudensellerie? Weil es besser schmeckt. Ja? Das ist ein rasterer Geschmack. Ein geraderer Geschmack. Wir setzen alle unsere Soßen, wenn es irgend möglich ist und es keine Embargo für Stangensellerie gibt, wenn in der westlichen europäischen Empfehle, setzen wir alle Soßen mit Stangensellerie an. Ich stelle die Suppe wiederum, setze ich mit 2 Drittel neuen Sellerie und 1 Drittel Stangensellerie an, weil es besser schmeckt. Es hat immer den Grund des Geschmacks. Immer. Okay? Alles, was wir tun, machen wir nur wegen dem Geschmack. Alles andere muss ich dem Geschmack unterordnen.